auch zu dem Thema bei uns, Monster-Alarm. Denn es wurden neue Sichtungen des legendären Pontypandy des Monsters gemeldet. Seht ihr? Da ist etwas. Du knippst da eine Plastikflasche. Als hättest du gerade das Monster aufgenommen. Im Moment noch nicht. Doch wenn ich das tue, dann sehen wir das immerhin auf Video und nicht nur auf so langweiligen Fotos. Keine Sorge, Sarah. Denn das Monster wird garantiert nie von jemandem wie Norman gefilmt werden. Ja, gleich wird Norman das Pontypandy des Monster filmen. Das kommt direkt auf mich zu. Mit dem Film werde ich ein weltberühmter Monsterjäger. Hallo, Norman. Hast du da unten das Pontypandiness-Monster gesehen, Joe? Nein, leider noch nicht, Sarah, aber ich werde weitersuchen nach dem Essen. Ich weiß schon ganz genau, wo ich das Monster am besten erwische. Links. 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 Links, nicht runter, links. Nein, stopp. Zurück. Bei der Monstersuche einen Unfall. Er sitzt in einem manövrierunfähigen U-Boot. Und Penny, du brauchst sicherlich die Taucherausrüstung. Verstanden, Sam. Nichts, Penny. Es muss irgendwie gehen. Das U-Boot läuft sonst voll. Ja, da ist noch etwas, das ganz bestimmt stark genug wäre, das U-Boot zu hemmen. Auch ein paar ganz tolle Filmaufnahmen von dir, Penny. So schnell schleichst du dich jetzt nicht aus der Verantwortung. Nein, Norm. Und ich denke, heute gibt es auch noch zu Hause jede Menge Ärger. Der bei Touristen beliebte Pontypandy-See war heute Schauplatz einer dramatischen Rettungsaktion. Glücklicherweise konnte Feuerwehrmann Sam erneut das Schlimmste verhindern. Erst die waghalsige Tauchaktion von Feuerwehrfrau Penny Morris hat diese Rettung möglich gemacht. Yay! Ganz gut. Kam es dabei höchstwahrscheinlich zu einer echten Sichtung des legendären Pontypandiness-Monsters. Was? Ist das... Es sieht so aus, als würde der Monster-Alarm in Pontypandy noch lange nicht aufgehoben werden.